Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Wanderreise mit unserem Onbu hier in The Wandering Village. Und wir kriegen Siedler. Leute, wir kriegen Siedler. Ich hoffe vier, mindestens vier. Das würde uns echt ungemein helfen. Dann haben wir nämlich insgesamt fünf dabei gekriegt. Ich hoffe nicht mehr, aber mehr wäre auch gut. So ein Haus gebaut ist schnell, ne? Ja, klar. Hier, zack. Nehmen Sie auf. Alle, einige von Ihnen sind vergiftet und werden bald sterben. Ja, Sie werden nicht sterben. Wir haben einen Arzt. So. Wenn wir den Onbu entgiftet haben, werden wir die zwei heilen. So, Fressbefehl Baumschule bestätigen. So, komm. Kollege, Interaktion, Gegengift, einleiten. Zack, zack, zack. Aber wir haben erstmal neue Siedler. Wie gut ist das denn bitte? Wir haben arbeitslose Siedler. Das heißt, wir können die Kräuterhütte aktivieren. Ja, auf jeden Fall. So, wir haben Wasser gespeichert. Wir haben hier 317 Wasser. Wir müssten hier nochmal erhöhen, den Bauernhof. Dann haben wir immer noch einen. Und der kommt hier rein. Gut. Und jetzt komm, seh zu. Wie lange bereitest du denn noch vor? Oder hast du uns schon entgiftet? Nee, ne? Hast du noch nicht, ne? Onbu hat ein neues Biom betreten. Es gibt keine Giftigkeit in der Wüste. Das ist schon mal schön, ne? Die Wüste hat doch auch schon ihr Gutes. So, der Kollege heilt jetzt gerade unseren Onbu. Ah, das hätte ich zu gern mal gesehen. Verdammt. So, okay. Zack, zack. So, den habe ich deaktiviert. Deaktiviert, genau. Dann können wir den Doktor und dann kriegen wir die beiden entgiftet. Schwer vergiftet, zwei Stück. Wundqualität leidet gerade. Warum? Na, so langsam könnten wir eine weitere Hütte bauen, das stimmt. Wo ist denn das? Was mit Onbu? Schon wieder am Pennen? Boah. Warum? So müde ist er doch gar nicht. Oder haben wir hier... Ach, wir haben hier so ein Schlafding gefunden. Okay. Das ist in Ordnung, ne? Die Hütte wollte ich bauen. Wo sind denn meine Zelte alle da? So. Nochmal eine Hütte gebaut, ja. Sehr geil. So, wir haben jetzt auch hier nur noch einer vergiftet. Die werden nicht sterben, sag ich ja. So, wir haben einen Arbeitslosen. Was machen wir mit dem? Hier noch einen dabei oder jetzt im Moment lieber hier beim Meister bei, ne? Ja. Jetzt können wir erstmal ordentlich Kräuter machen, weil wir haben keine Vergifteten mehr. Heißt, in der Zeit können wir den Dorfarzt erstmal befreien und hier neue Steinplatten und so machen, ne? Ne, Quatsch, einer. Zack. Hier. Da auch nur einer. Gut. Ja. Aber besser als gar keiner. Dann kriegen wir erstmal ein paar Steinplatten. Herrlich. Mit 32 Siedlern ist das Leben doch toll. Lass mal gucken. Da wollte ich gucken. Hier. Da wollte ich noch hin. Genau. Ja, jetzt kommen wir doch schon mal wieder weiter. Ja, ich weiß, Wüste ist hart und so. Aber wir haben eine gute... Wir haben jetzt dadurch, dass wir die neuen Forscher haben, guck mal, wie viel Kakteen wir haben. Ne? Das ist gar nicht so schlecht. Das produziert gutes Wasser. So, wenn wir gleich noch mehr haben, können wir das auch erhöhen. Mais wird jetzt gerade gut gemacht. Wir machen unser Bärenmüsli weiter. Wir haben noch Rüben, das heißt nahrungsqualitativ sollten wir eigentlich besser dastehen, ne? Was jetzt schon?
Oh, fügt irgendwo Schaden zu? Das ist doof. Wieso läuft der über heißen Sand? Alter, die haben aber auch Sachen eingebaut, um einen hier zu ärgern, ey. Das. Das sieht man hier gar nicht, ne? Was soll man denn dagegen tun? Hä? Alles klar, dann hier, Onbu. So schnell wie möglich, haben wir gesagt, ne? Zack, Quatsch, da. Lauf! Ja, schnell! Woher ran erkennt man sowas denn? Hä? Boah, das geht aber echt extrem auf die Gesundheit, wa? Das ist übel. Das ist wirklich übel. So, ich glaube, Hütte wurde errichtet. Das ist gut. Unsere Wohnqualität wieder ein bisschen besser geworden. 44 zu 64 von 64. Ja, ja. Erstmal gucken. Wir können jetzt wieder 5 Leute aufnehmen. Ne? 6 sogar. 6 sogar. Cool. Cool, cool, cool. Müssen wir die nur noch finden, ne? Ja. Ja, der brennende Sand scheint vorbei zu sein. Oder? Ja, heißt, wir müssen gucken. 40 bräuchten wir, ne? Für den Onbu-Doktor. Kein Onbu-Doktor aktiviert. Ja, schade eigentlich. Müssten wir eigentlich mal, ne? Dann müsste ich aber die beiden wieder deaktivieren. Weil ich gerade auch nicht unbedingt möchte. So, heißes Wetter. So, kann das Wachstum deiner Pflanzen beeinflussen? Ah ja, das ist die Geschichte, die hier auf der Map zu sehen war, ne? Wie sieht es denn mit meinen Kundschaftern aus? Kommen die nochmal wieder? Kundschafter sind bereit, haben 19 Brot mitgebracht. Na toll. 19 Brot. Will ich da hoch? Oder will ich weiter? Ach, da kommt auch. Naja. Ja. Gute Frage. Hier sieht es aus, als kommen wir wieder in so ein vergiftetes Gebiet. Hier erstmal nicht. Ne? Also egal, wo wir lang gehen, kommen wir wieder ins grüne Biom. Ins Dschungelbiom, würde ich sagen, war es, ne? Ach komm, ab nach Norden. Und? Ja, er akzeptiert meinen Befehl noch. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Onbu-Doktor wieder an den Start kriegen, ne? Ja. Arbeitslose Siedler wären schon schlecht, ne? Ja, deaktivier das, ist jetzt Pech, ne? So, das auch. Und dann den Onbu-Doktor. Nicht Zeigearbeiter, sondern Sack. So, volle Anzahl benötigt. Wir haben ja unsere Kräuterjungs hier, ne? Ja, die tun ja was. So, damit wir schnell hier, wenn wir das Personal drin haben. So, der müsste jetzt aber auch gleich kommen. Ja, der war nur kurzfristig arbeitslos. Sehr gut. So, jetzt pennt er schon wieder. Was ist mit dem los, ey? Wie oft pennt er denn, der Junge? Hab gar nicht mitgekriegt, dass er sich schon wieder hingelegt hat. Wieso hat er sich hingelegt? Mitten in die Sonne. Genau, ah, der wollte sich sonnen. Natürlich, klar. Ah, oh, was ist das hier wieder für einer? Ja, da kommen wir leider jetzt nicht mehr lang. Nee, hab meine Entscheidung schon getroffen. Mist. Ah, das ist so ärgerlich, ne? Aber auch total blöd gemacht. Ich musste warten und dann den richtigen Moment abpassen. Was ist mit meinen Siedlern? Die sind bereit. Ja, guck mal, wenn wir eh da hingehen, dann kann ich die auch losschicken, das da holen, ne? Wissen kann man immer gebrauchen. Na. So, Onbu-Doktor, wie sieht's denn da aus? Was fehlt uns denn noch? 30 Kräuter, okay. Hegen
übrigens. Naja. Gegengift, aber Giftigkeit, ja, müssten wir eigentlich auch nochmal machen. Aber jetzt ist erstmal wichtiger, das Heilmittel zu machen, weil die Gesundheit ist ja noch wichtiger als die Vergiftung. Die wird zwar irgendwann auf die Gesundheit schlagen, aber das ist jetzt erstmal übel, ne? Ja. Ah, nichtsdestotrotz mag ich dieses Spiel eigentlich recht gut leiden, ne? Ja, dann müssen wir noch ein paar Steine sammeln gehen unterwegs mit dem Kundschafter. Sägewerk aufbauen, aber erstmal brauchen wir Leute und ganz ehrlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir es überhaupt so weit gebracht haben. Bei den Steinen, die man uns hier bisher in den Weg gelegt hat, wundert mich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, ne? Tatsächlich. Warum schläft denn der Junge? Der hat es doch gar nicht so nötig. Wahrscheinlich, weil die Gesundheit so angeschlagen ist, ne? Ja, hier habe ich mich für Norden entschieden. Könnte ich das noch ändern? Weiß ich nicht. Aber der glaubt mir jetzt ja auch nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. So, Onmu wird wach. Wie sieht's aus? Hitzewelle. Ja, ja. Hier das ganze Stück über, ne? Und dann pennt der Junge auch noch. Oh. Kundschafter kommen mit einem Dings zurück. Ha, ich weiß nicht, ey. Siedler werden schon wichtig, ne? Kann ich das noch ändern? Nach Süden. Oh, gut, okay. Dann gehen wir nach Süden. Ja, ist dann halt jetzt so. Dann haben wir doch wieder Giftigkeit. Dann muss ich irgendwo hier so ein bisschen pausieren, ne? Müssten wir da erstmal einen Platzbefehl machen oder einen Lauf, je nachdem, was passiert, ne? Wir kommen ja so oder so aus der Wüste raus, obwohl ich sagen muss, in der Wüste fühle ich mich gerade irgendwie besser. Ich wüsste nicht, woran man das sehen kann, ne? Hier wahrscheinlich, oder? Schwierig, schwierig. Manchmal diese Geräusche hier, ne? Meint man wirklich, man wird jeden Moment angegriffen. So, wie sieht's aus? Interaktion, Heilmittel, 14. Fehlt noch was, es fehlt noch was. Es fehlt noch einiges, warum eigentlich? Die Kräuterjungs haben keine Kräuter mehr. Fehlt denn Wasser? Wir haben noch Wasser. Allerdings ganz schön wenig, ne? So. Wie? Dann mache ich hier jetzt erstmal Platz, oder? Ja. Und wenn zur Not mache ich hier nochmal den Schlafbefehl rein. Da. Platz. Ah! Nein! Er vertraut meinen Befehlen nicht. Warum nicht? Oh, weil er Hunger hat vielleicht. Lass ihn mal füttern hier, wa? So, und nun füttern. Bisschen Vorbereitung. Ist vielleicht mal wieder Zeit, ne? Dann muss ich es da nochmal probieren mit Schlaf. Also wenn der ungefähr zur Hälfte da so drin ist, ne? Aber viel schlafen wird er auch nicht. Das ist ganz schön knapp, ey. Das ist ganz schön knapp alles, ne? So. So. Ich hoffe es. Schlaf. Nein! Das gibt's doch jetzt nicht. Tja, ich hab's versucht. Onmu spielt genau in diesem Moment natürlich nicht mit.
Dass man da dann nicht auch mit dem Dings hinrennen kann, das ist doch blöd. Jetzt kommen wir wieder in so ein mega vergiftetes Gebiet. Ja. Sehr, sehr schade. Ich hätte die Siedler gut gebrauchen können. Zweimal noch so vier Stück, dann geht's uns wieder gut. Ey. Dann können wir wieder anfangen, neue Sachen zu bauen. Ne? Ja, ich will ja auch mal weiterkommen hier. So ein Sägewerk, so ein Steinbruch. Wäre schon alle nicht schlecht. Ja. In der Luft ist niedrig, am Boden gelten derzeit. Am Boden war Mittel, oder? Wie war's? Nee, hoch. Schitte. So, was ist jetzt eigentlich? Wann wirfst du ihm denn da mal was zu essen hin? Das dauert manchmal aber auch ewig, ne? Hat er ihm schon was gegeben? Ja. Dann gib ihm doch gleich noch mal eins. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn ich das vorher habe, kann ich ihn vielleicht, habe ich dann wieder genügend Vertrauen gesammelt, dass Onmu hier stehen bleibt, hier so. Weil ja, müssten wir. Schicke Kundschafter, noch mehr Wissen holen. Also hier so, wenn Onmu mit dem Vorderpfoten hier rankommt, dann muss ich mal sagen, stopp. Er wedelt mit dem Schwanz. Er kriegt Fressen, da, zack. Ja voll, das erhöht doch sein Vertrauen wieder, ne? Ja, gut. Wie sieht's hier aus? Was sagt eigentlich der Onmu-Doktor? Wir haben immer noch nur 14. So kriege ich das Heilmittel nicht hin, ne? So, wie sieht's aus? Jetzt kann ich Stopp sagen, ne? Bitte, 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 lass es klappen. Platz. Ja, er akzeptiert meinen Befehl. Das ist gut. Ja, ich weiß, am Boden gehen ist jetzt auch nicht unbedingt das Klügste für den Onmu. Aber so ein Giftlevel kriege ich schneller geheilt als hier. Als das hier. So, komm, du blöde Wolke. Geh doch mal schneller, ey. Wie lange bleibt denn der wohl sitzen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch, lange genug, aber ich glaube, die Wolke geht wieder zurück, oder? Ja. Die scheint sich wieder zurück zu bewegen, oder? Oder steht die jetzt auch fester? Nee, die bewegt sich nur sehr langsam, ey. Verdammt. Nee. Und nun nicht weiterlaufen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schlaf, 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 schlaf. Bitte, danke. Oh, Junge, ey. Hat ein Heckmeck hier. Ja, ich weiß, da geht dein Giftlevel hoch. Was soll ich denn machen? Wir entgiften dich gleich schon, kleiner Onmu. Aber besser, als wenn du in dieser beschissenen Wolke rumrennst, ne? Oh, guck mal, ich glaube, die erwischt uns so oder so, ne? Ja, sie erwischt uns so oder so. Ach, das ist doch alles Murks hier. Wie soll man da denn reagieren, wenn das alles so lahmarschig geht, ey?
Ja, Leute, so einfach ist das gar nicht. Jetzt muss ich hier gucken. Wofür opfere ich die Kräuter jetzt? Schwer vergiftet. Ich kann mir nicht erlauben, Siedler zu verlieren. Ormus Gesundheit geht aber so nach oben. Die Giftigkeit. Naja. Ich entziehe ihm mal das Giftlevel kurz. So, Ormus Doktor Interaktion macht das aus hier. So. Mist, ey. Ja, das war ja so klar, ne? Dass du mich hier richtig erwischt, ne? Warum auch nicht? Da. Natürlich. Natürlich. Ja? Ach so. Förster, bestätigen. Ja. Riecht mich das Spiel jetzt schon auf, du. Das gibt's doch alle nicht, ey. Du versuchst und versuchst. Naja, muss man auch erstmal noch ein Gefühl für entwickeln, wann man sich setzt. Ob man jetzt schnell rennt. Was ist das Richtige, ne? Oh, ganz schön, ey. Oh, hier. Muss auch aufpassen, dass du nichts übersiehst, ne? Da. Jetzt liege ich nämlich mitten in dieser bescheuerten Giftwolke, ehrlich, ey. Das ist schon wieder geil, ey. So. Da. Auch noch. Aber das ist echt fies, ne? Ach ne, die habe ich ja schon. Gut, die habe ich auch. Ja. Ja, nützt ja nichts, ne? Auch die Musik dabei ist natürlich sehr erquickend. So, Giftlevel habe ich runtergeschaltet. So, jetzt muss ich Onmu Doktor deaktivieren. Den Doktor aktivieren. Damit meine Dorfbewohner hier, zacki zacki, ne? Stärke vergiftet sind schon 23. Wenn ich jetzt nicht reagiere, sterben die alle. So, wie sieht's denn aus? Boah, ist echt. Das sieht so gemütlich aus, das Spiel, ne? Ist es aber nicht. So, Onu, geh du mal. Du hast auch ausgepennt. Geh. Geh. So, ach ja. Das ist echt Murks, ne? Was haben die denn für Sorgen? Vergiftet, ne? Was ist denn jetzt? Sammel den, wähl den noch mal aus hier. Da war, Junge, lass dich doch mal auswählen. Da, so, was heißt denn das? Schwer vergiftet heißt das. Oh. So, der Doktor ist schon im Einsatz. Gut. Es werden schon wieder weniger, ne? Und du hier rumhantieren musst, echt wahnsinnig, ne? Also die Gemütlichkeit, die dieses Spiel vermittelt, das sind Siedler, ja? Ja! Die Gemütlichkeit, die das Spiel hier vermittelt, die ist echt schnell vorbei, ne? Die ist wirklich schnell vorbei. Und plötzlich hast du auch. Nein! Nee, Gutri! Oh, Junge! Mädel! Scheiße! Puh!
Achso, wir müssen hier ja auch noch mal gucken. Wie sieht's denn mit dem Gift hier? Ach du Scheiße. Alles hoch priorisieren bitte. Ist schon. Boah, das ist ja jetzt Murks hier vergiftet oder was? Nö. Boah, wie schnell sich das hier alles verteilt, ey. Ich hoffe, ich habe einen Doktor. Verdammt, ey, das gibt's doch alles nicht. Aber es ist doch alles ja keine Leute, ne? Hier, alles runter. Ich habe zu wenig. Hier, zack. Nee, Kräuter geht dann nicht, aber hier auch nicht. Hier beim Mais noch mal ein weniger. Ich brauche alle Mitarbeiter, die noch irgendwie was machen können, ne? Egal, Bauernhof, Mais, scheiß drauf, stirb, verhunger, was weiß ich. Ich muss so viele haben, die helfen können. Geht jetzt gar nicht hier, ne? Boah, ist das eine miese Geschichte, ey. So, hier, der Mykologe muss mal einen abgeben. Nützt nichts, ne? Bärensammler, wo ist er denn? Ja, der muss sogar zwei abgeben. Der muss einen abgeben. Und wir brauchen alles hier, ne? Egal, ob die alle arbeitslos sind. So, Arbeiterposten. Ne, hier. Alles Könner. Reinhauen. So, ich muss mal kurz kleine Pause machen. Ja, ihr Lieben, jetzt kriegen wir hier ein richtiges Problem, ne? Und sterben alle Leute weg. Wegen der Vergiftungen. Viele sind jetzt zwar wieder gesund, aber ja, ich habe jetzt ganz viele, habt ihr ja mitgekriegt, ganz viele Dorfbewohner hier runtergestuft. Das wird übel. Das wird übel. Also das Spiel ist tatsächlich nicht so gemütlich, wie man das meinen mag. Eine falsche Entscheidung, beziehungsweise ein kleiner Fehler kann dazu führen, dass der alles wegstirbt. Na guck mal, wir hatten 36, ey. Jetzt kriegen wir hier gleich nochmal neue Siedler. Aber, puh, uns sind ganz viele Leute weggestorben. Insgesamt sind uns jetzt 2, 4 und 3 sind 7 Leute gestorben, ne? Puh. Und vielleicht war das noch nicht das Ende vom Lied. Scheiß, ey. Das mit dem Gift ist echt eine fiese Sache. Wir gehen weiter in den Norden. Oh, Onlus Gesundheit ist zwar bald wieder bei 100%, das ist schon mal gut. Giftlevel ist aber hoch. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie wir mit den ganzen Bewohnern hier klarkommen. Wir brauchen ja Nahrung und all so einen Scheiß, ne? Übel, übel, übel. Ich habe 24, einer untätig, arbeitslos gerade keiner. Obwohl ich alles deaktiviert habe. Ja, total übel, ne? Oh, da sind die nächsten beiden gestorben. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Krass. Mit einem Sarg hier, schön mit Rosen. Mit einem Grab, schön mit Rosen. Witzig. Eigentlich gar nicht witzig, aber nochmal zwei weniger. Eieieiei. Oh, Leute, ey. Boah, was eine Scheiße, ne? Ja, jetzt haben wir zumindest nur noch 4 schwer vergiftete. Kräuter haben wir noch. Verdammt, ey, verdammt. Die nächste. Och nee, das Sterben nimmt kein Ende.
Das Spiel ist echt schwer. Also, wer sich hier denkt, oh, ein gemütliches, schönes, kleines Spiel. Nein, ist es nicht. Es ist ein fieses, mieses, gemeines Spiel geworden hier. So, was ist jetzt hier? Nimm die auf. Die wollen wahrscheinlich nicht mehr mit. Ja, wenigstens das, ey. Oh, nimm sie alle auf. Ja, natürlich sind einige von ihnen vergiftet. Aber ich habe erstmal 4 neue Mitarbeiter, ne? 32 hatten wir in Wohnung untergebracht. Da fehlen noch immer 6. Ja, herrlich, 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 herrlich. Also wir werden hier weiter nach Süden ziehen, weil ich habe keinen Bock, in die Giftwolke noch zu kommen. Ich kämpfe ja noch immer mit dem Gift, was wir hier auf dem Körper vom Onmu haben. Das verbreitet sich ja auch immer mehr hier, die Scheiße. Das wird ja auch nicht weniger. Ja, wir haben 2 Arbeitslose, ich weiß. Was soll ich machen? Die dürfen jetzt erstmal alle hier helfen, ne? Ich habe schon alles hoch priorisiert hier, wo das Gift ist, ne? Alles hoch priorisiert. Aber ich habe nur noch einen Vergifteten. Das ist im Moment schon mal ganz gut, ne? Das ist gut gelaufen. Und wenn, dann lieber den mit Mais, der ist komplett deaktiviert, ne? Weil er gar keine Mitarbeiter mehr hat. Und der Kaktus Heini auch, der hat noch. Ja, den Arzt muss ich jetzt erstmal anlassen. Boah, ey, das ist echt, ne? Aber egal, wir rappeln uns wieder auf, das garantiere ich euch, Leute. Ja, toll, da Gift, aber da kämen 2 hintereinander. Insgesamt war es eine gute Entscheidung, ne? Ja. Achso, ich kann ja nichts schieben, ne? Insgesamt war es eine gute Entscheidung, aber der Boden bleibt hochgiftig, ne? Da könnte ich mal Kundschaft dahin schicken. Insgesamt war die Entscheidung gut. Ja, Wasser kann ich ja trotzdem gebrauchen, ne? Aber ach, hier kommen auch 2. Was ist das denn hier? Eine mysteriöse Felsformation, umgeben von einer dunklen Wolke. Anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Oh shit. Das heißt nichts Gutes, Leute. Das heißt nichts Gutes. Hier muss Onmu gleich rennen. Das heißt, ich muss Onmu jetzt eben füttern, damit ich auf jeden Fall vertrauenstechnisch etwas auf der Höhe bin. Onmu füttern. Dann kriegt er nochmal was gegen das Gift. Ja, obwohl, nee. Muss ich den Onmu-Doktor ja wieder hochpushen. Ich bin froh, dass ich gerade genug habe, um meine Bewohner hier gesund zu halten. Ne, der Arzt darf einfach nicht aus und die Kräuterleute auch nicht, ne? Herr Onmu-Doktor eigentlich auch nicht. Oh Leute, kämpft doch mal gegen das Scheißgift an. Das geht doch gleich schon wieder los hier, ne? Obwohl, jetzt geht's gerade. Wir haben schon wieder einiges an Gift weniger. Was sehr gut ist, ne? Was ja sehr gut ist. Das ist alles in höchster Prio. Also ich wäre, ja, wenn ich mich hinlege, vergiften sich die Leute eh wieder, ne? Ja, jetzt sowieso durch die Giftentfernung. Kräuter sind in Mache. Wir haben noch einen Arbeitslosen, der geht hier rein. Ich brauche jetzt im Moment Kräuter. Ganz dringlichst Kräuter, ne? So, hier muss ich gucken, dass ich Onmu ans Pennen kriege. Vor diesem dunklen Wald noch.
Weil, ja, dann geht aber Ondus Giftigkeit noch hoch. Und dann, oder ich renne durch den Wald einfach, ne? Dann kriegen wir nicht ganz so viel ab. Ja, wir müssen rennen. Das ist einfach so. Wir müssen laufen gleich. Es nützt nichts, ne, ihr Lieben? Es nützt gar nichts. Das gucken wir uns noch an und hier gucken wir dann morgen weiter. Aber hier werden wir gleich rennen müssen, ne? Sobald hier dieser Dings kommt. Dieser Hinweis mit der Giftwolke kommt, muss ich es. Es ist fast unmöglich zu atmen. Lauf. Er akzeptiert meinen Befehl und er läuft. Das ist gut. Das ist gut. Ja, wir werden wieder voll mit Gift. Voll gedröhnt, das ist klar. Jetzt ist gerade echt hoch, ne? Sehr hoch am Boden. Na gut, dass er sich hier jetzt nicht pennen legt, ey. Das wäre echt schlecht, ne? So, du darfst jetzt aber, du bist raus aus dem Gift, ne? Und da, ja, das gucken wir uns dann auch noch eben an. Er ist gerade am Rennen. Jetzt haben wir wieder die gleiche Stufe wie vorher. Aber wir haben sicherlich neue Giftpflanzen dazu gekriegt, ne? Ja. Ja, wir hatten die einen noch gar nicht weg. Und jetzt haben wir die nächsten, ne? Ein totes Onbu. Wahrlich ein trauriger Anblick. Das hätte auch unser aller Schicksal sein können, aber wir haben es geschafft zu überleben. Dank unseres Mutes, unserer Zusammenarbeit und nicht zuletzt dank deiner Führung. Wir sollten etwas errichten, das uns an unser Fortbestehen erinnert. Ein Denkmal an die Zusammenarbeit. Und es könnte sogar eine gute Gelegenheit für mich sein, den Titel des Dorfvorstehers ein für alle Mal an dich abzutreten. Okay, machen wir irgendwann. Ich muss jetzt erstmal alles nochmal hier priorisiert abarbeiten. So, das war das erste Mal. Ja, hier, zack. Scheiß Gift, ey. Und du setzt dich sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Nein! Nicht doch sehr hoch. Verdammt. Ja, wir sind echt, glaube ich, am Arsch, ne? Mit dem ganzen Gift hier. Was sollen wir denn machen? Wie soll man denn dagegen ankommen? Mit immer weniger Siedlern. Viele deiner Dorfbewohner sind vergiftet. Ja, klasse. Was soll ich machen? Ich habe doch überhaupt nicht den Hauch einer Chance hier gerade. Das ist alles ein bisschen hardcore auf einmal, ne, finde ich. Es ist dann doch zu viel auf einmal gerade. Da kommst du nicht mehr gegen an, ne? Eine falsche Entscheidung und dann noch, dann weiterhin scheiße läuft und schon hast du echt die Arschkarte, ne? Hier, guck's dir an. Wir werden es nicht erleben, überleben. Leute, gerade war ich noch frohen Mutes und jetzt definitiv nicht mehr. Nee, uns werden jetzt wieder die ganzen Leute wegsterben. Keine Chance hier. Wir können priorisieren, wie wir wollen. Jetzt sterben gleich wieder Leute und dann haben wir die A-Karte. Ist so. Sehr bedrückend, muss ich tatsächlich sagen. Das Spiel ist doch eine Spur härter, als man sich das vorstellt, ne? Mit diesem Gift, das ist schon nicht ganz so spaßig, ne? Das ist wirklich nicht ganz so ein großer, riesiger Spaß. So. So, Amu, du pennst auch genau da, du Pfeife, ne? Ist ja klar. So, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich ihm noch mal einen Laufbefehl geben. Ja. Und jetzt rennen. Natürlich, ey. Der setzt sich hier rein, wo es sehr hoch ist. Eieieiei. Anu-Gift-Level. Alter Verwalter, ey. Wie soll das denn hier noch weitergehen? Jetzt sterben gleich wieder Leute, weil, ne, hier. Ah, geht noch. Geht noch. Aber die könnten trotzdem alle sterben, ne? Ich hab doch schon Förster.
Hä? Ich hab doch den Förster schon. Will er mich jetzt veräppeln oder was? Die Ressourcen, Förster. Hab ich doch schon erforscht. Was soll das? Ich hab doch vorhin nach der Baumschule den Förster gemacht. Oder habe ich den Schlafbefehl hier umstreicheln? Nein. Apfelmittel? Nein. Ich habe den Fressbefehl erforscht. Verdammt. Wo habe ich doch das Falsche erwischt? Hier. Wir sind so am Arsch, ne? Wir sind so am Arsch. Hier kommt auch schon was hin. Na toll. Das Spiel ist hart. Das Spiel ist wirklich hart, ne? Ach, hier haben wir auch noch was. Ei. Shit, ey. Was soll ich denn machen? Ja, und das Giftlevel ist auch echt schlecht gerade, ne? Ja. Wie sieht es hier aus? Wir müssen da noch mal eben ein bisschen abwarten. Noch geht es nicht an die Gesundheit, aber wir müssen jetzt echt zusehen, dass wir dem ein bisschen Gegengift einflößen. Ne? Und nur Interaktion anzeigen, kein Omodunk. Ach Mann. So, ja, ihr Lieben, wenn euch die Runde trotz allem hier gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.